Ich mag Pizza. Ich mag den Villa Podcast. Ich mag Züge. Nächster Halt, Regio Mitte. Möglichkeit zur Weiterfahrt in Richtung Villa Podcast. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Heute mit dabei Lamia, Norman, Ludia und der Martin. Ich habe hier einen Artikel, der nennt sich Woran erkennt man gutes Brot? Und ich bin sehr fasziniert. Ich wusste nicht, dass es so eine Berufsgruppe überhaupt gibt. Ein Brotprüfer vom Deutschen Brotinstitut. Hier geht es um einen Mann, der testet jährlich Brot, verschiedene Brotsorten in Bäckereien. Und habt ihr von sowas schon mal gehört? Heißt der Bernd? Nein, der heißt Bernd das Brot. Aber es wäre das sehr witzig. Ja. Wie nennt sich diese Berufsgruppe? Brotprüfer. Oh, das ist ein schweres Wort. Ich stelle mir das gerade so vor, weißt wie jemand von den Stadtwerken oder so. Ja, hallo, mein Name ist Peter Prüfer und ich bin hier, um Ihr Brot zu prüfen. Kommen haben Sie denn auch irgendwie die nötigen Zertifizierungen? Ich möchte mal irgendwie, keine Ahnung. Wie spricht denn so ein Franke dieses Wort aus, Brotprüfer? Wie? Na, also sorry, wenn hier jemand Fränkisch können sollte, dann wäre ich das, weil ich ja da meine Zeit lang gewohnt habe. Aber Spoiler-Alarm, ich kann es nicht. Aber Ludia, das klang jetzt halt einfach nicht fränkisch. Also mir als Sachse fiel das Wort schwer. Baguetteböden, nicht Baguetteböden. Brotprüfer. Der Brotprüfer. Ja, auf Fränkisch wäre das dann wahrscheinlich der Labla-Prüfer. Labla, ja, sind die Semmeln, die Brötchen. Oder hier heißt es, glaube ich, Weckler. Ne? Nee, es Wecken? Heißt Semmel. Es heißt Semmel? Ja. Hier sind es die Semmel. Ja, ich glaube, ja. Wecken sind es im Kreis Nürnberg. In Nürnberg heißt es Weckler. Drei im Weckler. Ich hatte, als ich hierher gekommen bin, das klingt so, als wäre ich vorhin ins Ausland gereist, wahnsinnige Probleme beim Bäcker, weil ich immer Brötchen verlangt habe. Und die schauen dich an wie Auto, wenn du sagst, ich hätte gern ein Doppelbrötchen zum Beispiel. Das gibt es ja gar nicht. Das wäre, was ist das? Ein Brötchen, so, das... So wie eigentlich zwei Semmeln, die so aneinander hängen. Ah, beim Ile heißen die Bauernzwilling. Ja. Schaut doch an Ile. Ich hatte es nicht leicht. Ja, kann ich gut verstehen. Ja, das haben Ausländer, also haben es oft nicht leicht. Das heißt, für dich wäre der Beruf des Brotprüfers nichts gewesen. Nein. Themenwechsel. Der Süden Bayerns versinkt im Schnee. Es schneit und schneit und schneit im südlichen Teil Bayerns. So schön dies mancherorts anzusehen ist, so groß ist auch das Risiko, dass an den Berghängen Schneebretter abgehen können. Geht mir jetzt gar nicht so um die Lawinengefahr, sondern eher so um das Thema Schnee. Es hat ja jetzt die letzten Tage geschneit. Da gibt es ja immer so Befürworter und Schneehater sozusagen. Ich. Das war so klar, Martin. Ich liebe den Schnee und ja. Ich wohne direkt an einem Hügel und es war jetzt das ganze Wochenende bevölkert mit ganz vielen Familien, Schlittenfahren, Männer, die Snowboard gefahren sind. War cool. Mir taugt's. Schnee ist super. Ich verstehe das Problem nicht. Norman, was sagst du dazu? Also ich finde es schön anzuschauen, aber wenn ich dann draußen bin, frage ich mich auch, warum das sein muss. Nee, das stimmt also so nicht ganz. Der Norman hat verraten, dass er Schlittenfahren war. Ich war Rodeln, das stimmt ja. Rodeln heißt es dann. Rodeln? Ist witzig, weil im Fränkischen heißt es auch Rodeln. Siehst du? Ich kenn beides. Also ich glaube, Rodeln ist tatsächlich ja das offizielle Wort, aber Schlittenfahren ist halt so, ich fahre mit meinem Schlitten. Also es ist jetzt nicht so mega ausgeklügelt. In Augsburg sind auch die Loipen jetzt gespurt. Also, ich meine, der Schnee schmilzt gerade, aber wer Schnee fahren will, kann Skilanglauf fahren. Und wer Schnee fahren will. Skifahren. Wer Skifahren will, kann Langlauf im klassischen Stil oder im Skating-Stil auf der Sportanlage Süd am Lechdamm und in Burgwalden. Was ist denn Skating-Stil? Schlittschuhlauf. Ja, fragen wir doch mal unsere ZuhörerInnen. Ja, also wenn ihr das wisst, was beim Skilanglauf
der Skating-Stil ist oder also was da auch der Unterschied zum normalen Langlauf ist. Also, ein ganz anderes Thema. Titel trotz Lockdown einmal waschen und schneiden. Es geht um die finanzielle Situation der Friseure in diesem Bericht oder in diesem Artikel, aber darum geht es mir nicht, sondern da ist die Aussage, außerdem ist die Frisur wichtig für die Psyche. Wie ist das für euch? Ist eure Frisur wichtig für eure Psyche? Müsst ihr deshalb zum Friseur gehen? Martin? Naja, da fragst du den Richtigen, glaube ich. Also, ich war auch seit meinem 16. Lebensjahr nicht mehr beim Friseur. Viele würden jetzt behaupten, man sieht's. Also ich bin jetzt nicht so wahnsinnig eitel, was meine Frisur angeht, muss ich sagen. Ich war schon öfter wahrscheinlich beim Friseur, aber also vielleicht als der Martin. aber ja, daher, dass ich sie gele, habe ich es natürlich überhaupt nicht gern, wenn jemand durchwuschelt, dann raste ich völlig aus, aber ansonsten bin ich da nicht so mega eitel, solange ich aus dem Haus gehe und es sieht nicht aus wie dieser After-Bed-Look. Passt eigentlich alles. Also für mich ist der Friseur... Viel witziger wie ein After-Eight-Look. Auch noch so riechend. Ein Kumpel von... Sorry, Lamia, weil ich interveniere. Ein Kumpel von mir, der benutzt Pomade und der hat da ein bisschen Spleen. Ja, Grüße gehen raus an der Stelle. Und der hat tatsächlich eine Pomade, die riecht nach Menthol, also von daher. Oh je. Okay. Also zum, ja okay, wenn du den Schnupfen hast. Ja. Einfach nur an die Kopfkino. Und alles geht wieder. Ja. Ja, also ich finde ja einen Friseur, wie gesagt, ganz toll, weil man den Kopf massiert, aber wenn es ums Färben der Haare geht, kriegen die das bei mir nie hin. Ich mache das selber viel besser. Muss ich echt zugeben. Was ich lustig fand, ist, dass die Ludia vorhin erzählt hat, dass sie ihre Löckchen selber schneidet und zwar jedes einzelne. Ja, also bei Locken ist das eine schwierige Tat, Haare zu schneiden und dann musst du so die Locken rausziehen und dann so einzeln abschneiden, damit sie in Form gebracht werden und das trocken. Das ist eine ziemlich Heidenarbeit tatsächlich, aber ist immer noch besser, als wenn ich zum Friseur gehe, weil danach sehe ich aus wie ein Pudel, der in irgendwie Steckdosen reihenweise nachgepasst hat. Wobei es schon auch hart witzig wäre, muss ich sagen. Was ist mit dir passiert? Ich war beim Friseur. Die letzten beiden Folgen haben wir ein paar Gaming-Tipps für euch rausgehauen. Heute wollten wir mal auf ein ganz anderes Gebiet uns wagen. Wir wollten mal sozusagen in den Dschungel gehen. Also nicht ins Dschungelcamp, sondern in den Dschungel, in den eigenen vier Wänden. Und nachdem Norman und ich da völlig raus sind, geben wir weiter an die lieben beiden Kolleginnen Ludia und Lamia. Ja, und zwar geht's um Pflanzentipps, pflegeleichte Pflanzentipps in der Wohnung. Pflanze Nummer 1, die Aloe Vera. Muss man nicht so oft gießen und die kann man auch nicht übergießen. Oder kann man schon, aber nicht so leicht. Und hat ganz tolle, hat eine ganz tolle Wirkung für die Haut, wenn man sie denn dann erntet. Und vor allem bekommt sie sehr kleine Babys, die sind sehr süß. Sehr zu empfehlen, sich die Babys anzuschauen. Die zweite Pflanze bei uns auf der Liste ist die Grünlilie. Eigentlich ähnlich wie die Aloe Vera, kann eigentlich nicht sterben. Man kann sie auch nicht zu viel gießen, man kann sie auch nicht zu wenig gießen. Und die sprießt, also wenn sie an einer sonnigen Stelle steht, sprießt sie einfach. Und ist ziemlich zufrieden und glücklich. Wunderbare Pflanzenart, Tipp Nummer 3 sind die Stukulenten. Da gibt es ganz, ganz viele Sorten und auch die sind, ich glaube die Aloe Vera gehört sogar dazu, bin mir jetzt nicht sicher, die können auch ganz, ganz lange relativ trocken stehen und da gibt es ganz, ganz viele schöne Formen. Ebenfalls eine gute Pflanze für Einsteiger sind so Drachenbäume, sind im Endeffekt palmenähnliche Gewächse, können ziemlich groß werden, kommen aber auch damit klar, wenn sie zum Beispiel eine Zeit lang nicht gegossen werden und sie sagen einem eigentlich auch ziemlich schnell, wenn sie Wasser wollen, weil die Blätter so ein bisschen anfangen zu hängen. Das ist sehr angenehm. Ja, die fünfte Pflanze, das wäre die Kaktee. Ich glaube, die kennt jeder. Eine wunderbare Abwehrwaffe und ist auch nicht so leicht zu töten. Und den absoluten Gartentipp für die Sommerzeit ist, Paprika- und Chili-Pflanzen muss man jetzt sehen, weil sonst ist es zu spät. Da werden die Früchte sonst nicht reif.
Genau, und außerdem wurden wir auf einem unserer Plattformen noch gefragt, wie denn derzeit unser Arbeitsalltag so aussieht. Also ich meine, das wisst ihr ja alle, dass jetzt zu den Pandemiezeiten der Alltag in der Villa bisschen anders funktioniert als vorher. Dadurch, dass ihr aktuell leider nicht zu uns zu Besuch kommen könnt. Aber grundsätzlich, also ich meine, ihr habt auf unserer Facebook-Seite den Plan gesehen, wann wir zum Beispiel online irgendwas mit euch machen, wann wir Beratungstermine haben. Also das die finden ja auch nach wie vor weiterhin statt. Und ansonsten haben wir prinzipiell einen relativ ähnlichen, sagen wir mal, Tagesablauf wie vorher auch, nur schaut er halt manchmal ein bisschen anders aus. Also wir haben Besprechungen, die finden halt nicht mehr jetzt irgendwie face-to-face statt, sondern halt über Videochat. Wir arbeiten an neuem Programm für euch. Da hat sich insofern nichts verändert. Genau. Jawohl. Oder bei euch so? Ja, also was jetzt relativ neu ist, wir haben auf Instagram einen neuen Account, und zwar die Streetwork Mitte statt Jugendring Augsburg Account. Da sind wir Streetwork ein bisschen dran am Wurscheln, da gibt es Neuigkeiten, da gibt es Infos, da könnt ihr ja auch mal reingucken, was wir da gerade so machen. Zum Thema Neuigkeiten, da können wir gleich einen Schwenk sozusagen machen. Mhm. Weil ja auch so ein bisschen hängt ja auch damit zusammen, was passiert die nächste Zeit. Also ihr wisst ja Bescheid, unser Discord-Server ist ja regelmäßig erreichbar. Die Zeiten dazu findet ihr auf der Facebook-Seite. Da könnt ihr uns natürlich auch jederzeit anschreiben. Ihr könnt uns auch jederzeit anrufen, wenn irgendwas ist, auch außer der Reihe. Und kommt einfach mit dazu. Lasst uns Among Us spielen, lasst uns Stadt, Land, Fluss spielen. Lasst uns irgendwelche Challenges zusammen erleben. Genau. Und, ach ja, noch ein Rückbericht. Am Freitag letzte Woche fand das letzte Abenteuer vom Rollenspiel statt. Wir haben im letzten Podcast schon darüber berichtet, dass es stattfinden wird. Und ich kann euch so viel sagen, die Helden und Heldinnen haben es geschafft, den bösen schwarzen Magier zu besiegen und haben allerdings die Schatztruhe noch nicht geplündert. Das wird beim nächsten Mal passieren. Mitte Februar, glaube ich, haben wir den nächsten Rollenspielnachmittag. Wer da noch Interesse dran hat, der meldet sich am besten vielleicht bei mir, wenn ihr da noch mit einsteigen wollt. Also man kann noch mit einsteigen, das wollte ich nämlich fragen. Genau, oder? Man kann noch mit einsteigen. Wir hatten ja jetzt ein Abenteuer sozusagen, also eine Geschichte jetzt abgeschlossen und können mit einer neuen anfangen. Also da kann man auch neu einsteigen. Also ihr Lieben, das war's wieder heute von uns. Schön, dass ihr dabei wart. Und nochmal hier der Aufruf, wenn jemand Ideen hat, Anregungen hat oder gar selber mitmachen möchte, meldet euch gerne bei uns über Insta, Mail, Telefon, Discord. Wir nehmen die Sachen gerne auf und freuen uns über aktive Beteiligung. Und wir grüßen ganz herzlich die Kollegin, unsere liebe Kollegin Sandra, die von zu Hause aus arbeitet. Danke! Wer läuft über die Weide und verprügelt Schafe? Ein Mähdrescher.